Schönen guten Mittag aus der Chambre für die Verdrohung von einem Debat Publik am Kader von der Petitionsprozedur, der Prozedur von der Petition Elektronik über den Internetsite von der Chambre. Also, dass die fünf Petitionen, die Barriere von den 4.500 Unterschriften gepackt hat, die da recht geht, ob den Debat Publik, den ob der Television dann noch überdrohen geht, an dem heute spezielle Fall geht es um den Grind. Grind, das ist eine Tradition auf den Färöerinseln, die daran besteht, Walfisch umzubringen. Und gegen den Massaker, so drücken Petitionäre sich aus. Das ist ein ONG, die hat der Petition Stich Sea Shepherd, nennt sie sich gegen den Massaker, also gibt die Regierung oder gegen die Autoritäten, die Lützburger Autoritäten, via die Petition aufgefordert, sich anzusetzen. Wie gesagt, die Prozedur ist also folgendermaßen, dass Petitionäre nach einem Gelegenheit kriegen, die Ulaies am Detail vorzulegen. Und dann soll dann ein Dialog entstehen, die Vertreter von drei Chamberkommissionen, Umwelt, dann sind da auch von der Affaires étrangères, von der Petitionskommission natürlich, die Regierung als vertreten durch den Staatssekretär Camille Girard. Und du werdet dann zu dem Dialog kommen, nur enger Stunde, als dann das ganz river. Da wird die Petitionskommission hier Konklusionen, hier echt Konklusionen aus dem Debatt sehen. Themen von denen echten die Republiken, das war ein Traumstudentenbursen, zwei Moldeier, Schützlur, also da so. Ich fand es in der Staatssekretär, mit seinen Mathebischter, Herr Till, dem ersten Minister. Für allem aber, und jetzt rede ich Deutsch, vor allem aber, liebe Petenten. Und ich wollte auch unseren Gast hier in unserer Mitte begrüßen, der zusammen mit der Präsidentin der luxemburgischen Sea Shepherd hier unter uns sind. Wie gesagt, der Direktor der Operationen, der Captain, glaube ich, heißt das, der Alex Cornelissen ist auch bei uns, der kommt aus den Niederlanden zu uns, um hier dabei zu sein, um dann auch Rede und Antwort zu stehen in Bezug auf das Thema, das wir heute in einer Debatte besprechen. Und zwar ist das dieses Thema der Petition, das ist Nummer 419, contre les massacres insensés et cruels des baleines pilotes, dauphins et autres cétacés aux îles Féroé, c'est-à-dire gegen die unsinnigen Massaker von Grindwalen, Delfinen und anderen Walen auf den Färöerinseln. Ja, ich, bevor wir jetzt beginnen, wollte ich noch kurz zu meinen Kollegen Präsidenten rübersehen, ob die irgendwas vorhersagen wollen? Nee? Dann beginnen wir gleich. Ich sage etwas zum Ablauf, wie das jetzt, was wir jetzt tun werden. Im Prinzip dauert so eine Debatte anderthalb Stunden. Es gibt eine Stunde einen, den öffentlichen Teil und dann eine halbe Stunde einen nicht öffentlichen Teil. Während dem öffentlichen Teil ist das auch nach Zeit geregelt. Das heißt, nachdem Sie 10 Minuten haben, die Petenten haben 10 Minuten, um die Petition einmal kurz zu beleuchten, die Probleme, vor allem auch die Forderungen der Petenten darzulegen. Danach haben die Abgeordneten 20 Minuten, um Fragen zu stellen, sich für die Hintergründe der Petition zu interessieren. Und nach diesen 20 Minuten ist es dann soweit, dass die Regierung Stellung nimmt, 10 Minuten circa, zu der Petition. Wie gesagt, das sind Richtwerte. Und das letzte Wort, das ist Tradition in unserer Petitionskommission, das letzte Wort haben die Petenten. Das heißt, ganz zum Schluss haben Sie noch mal in 10 Minuten die Möglichkeit, kurz was zu sagen, also rund eine Stunde. Und danach werden wir dann in nicht öffentlicher Sitzung zusammensitzen, um zu sehen, politische Schlussfolgerungen zu ziehen unter Umständen, beziehungsweise das weitere Vorgehen des Parlaments dann zu bereden, was wir aufgrund dieser Petition, dieser Anhörung auch dann in Zukunft tun werden. Wir, das ist das Parlament, beziehungsweise die Ausschüsse, die betroffen sind. Okay, soweit alles klar. Dann würde ich vorschlagen, dass die Petenten das Wort haben. Werte Regierungsmitglieder, werte Abgeordnete,
An erster Stelle möchte ich Ihnen im Namen von Sea Shepherd danken, dass unsere Petition so schnell Gehör hier findet und dass wir unsere Ausführungen in deutscher Sprache machen können. Ich gestatte mir Ihnen als Petitionsantragstellerin eine kurze Zusammenfassung von dem zu geben, weshalb wir heute hier sind und was wir uns von der Regierung und unserem Parlament erhoffen. Dokumentiert wird seit 1584 auf den Färöer-Inseln eine Inselgruppe im Nordatlantik zwischen den britischen Inseln Norwegen und Island jährlich ein Abschlachten von vorbeiziehenden Grindwalen, die auf Nahrungssuche sind. Ein Grindwal wird 4 bis 6 Meter lang, um Ihnen hier eine Vorstellung zu geben von dem, über das wir reden. Diente im Mittelalter diese Schlachten noch als Ernährung, ist das leider schon sehr, sehr lange nicht mehr der Fall. Zwischen 1000 und 1500 Grindwale werden pro Jahr während der Jagdsaison, die andauert von Juni bis Oktober, in 22 Spurten getrieben. Und alles, ob jetzt schwanger, alt oder jung, wird dort abgeschlachtet. Befinden sich, was öfters vorkommt, Weißspitzen, Delfine in diesen Schulen, sprich diesen Gruppen, dann werden auch diese nicht verschont. Die Fischer, die werden von der Arbeit freigestellt, die Kinder bis ins kleinste Alter werden von der Schule freigestellt. Wenn so ein Grindarab, wie die Färöer die Grindwaljagd benennen, stattfindet. Grindwale, die sehr soziale Tiere sind und ihre Schule und Gruppe nicht verlassen, wenn sie eingefangen werden, so machen die es den Färöern sehr einfach, mit ihren Booten und mit den Motorengeräuschen diese in diese Tötungsbuchten zu treiben, wo sie dann mit einem Haken ins Atemloch an den Strand gezogen werden und dort durch Messerstiche, sehr oft mehrere Messerstiche, ins Genick getötet werden. Laut eigenen Aussagen von den Färingern essen sie selbst fast kein Walfleisch mehr. Nur noch zu Festtagen. Wenn jetzt bei einer Bevölkerung von 50.000 Färingern, die zweimal im Jahr Walfleisch essen würden, kämen wir auf weniger als 40 Grindwale. Also landen die abgeschlachteten Grindwale zwecks Verwesung wieder im Meer. Das haben wir auch durch Aufnahmen bewiesen. Im September 2010 wurde ein sogenannter Grindwalfriedhof gefunden, und zwar dokumentiert und gefilmt von François-Xavier Pelletier. Meine Damen und Herren, ich selbst war während 3 Wochen auf den Färöer-Inseln dieses Jahr zu unserer Aktion Grindstopp 2014, da war ich bei der Bootscrew, und wir hatten sehr positive Gespräche mit den Einheimischen, aber auch weniger inspirierende, wo wir als Terroristen beschimpft wurden. Und wo wir gesagt bekamen, lasst uns doch endlich in Ruhe und fangt endlich an, unsere Tradition zu akzeptieren und zu respektieren. Aber, meine Damen und Herren, können wir solch unnötiges Töten aus Spaß wirklich akzeptieren, rechtfertigen oder gar respektieren? Ein absolutes Nein an dieser Stelle von uns allen hier. Die Färöerinseln sind nicht Mitglied der EU. Genießen aber trotzdem, weil sie unter dem Protektorat von Dänemark stehen, jährliche Subventionen von über 100 Millionen US-Dollar. Dänemark hat innerhalb der EU 2 Konventionen unterschrieben. Die Bonner Konvention, das ist ein Übereinkommen zur Erhaltung wandernder, wildlebender Tierarten, unterzeichnet am 23.06.1979, und die Berner Konvention, Übereinkommen zur Erhaltung der europäisch wildlebenden Pflanzen und Tiere und deren Lebensräume. Und dieses wurde am 19.09.1979 unterzeichnet. Innerhalb ihres Landes hält Dänemark sich an diese Konventionen. Das ist gar keine Diskussion. Doch auf den Färöerinseln, wie schon gesagt, die unter dem Protektorat von Dänemark stehen, was das Gericht, also die Justiz anbelangt, was das Militär anbelangt und die Polizei anbelangt, unterstützen sie die Färöerinseln und ihren Grindwalfang. Die dänische Polizei ist es, die auf den Färöerinseln den Grindarab freigibt. Ja, das heißt,
Die Fischer, die Boote, die sehen diese Grindschule, die rufen dann eben halt in dieser Bucht einen Grindvormann an. Der ruft dann wieder die Polizei an und die Polizei, die entscheidet dann, ob man diesen Grind jetzt nimmt oder nicht. Wie gesagt, dänische Polizei. Dänisches Militär hat dieses Jahr bei unserer Operation Grindstopp 3 von unseren Schiffen konfisziert und erst nach der Walfangjagd wieder freigegeben. Pardon. Die dänische Justiz, das dänische Gericht, die haben dann von unseren freiwilligen Leuten 14 Leute verhaftet und die wurden dann nach einigen Tagen auch wieder freigelassen, allerdings mit der Auflage, dass sie das Land während einem ganzen Jahr nicht mehr betreten dürfen. Fazit ist, weil die Färöer zu einem der Länder mit weltweit höchstem Lebensstandard gehören und sie die Grindwale überhaupt nicht mehr verzehren, sondern nur noch an einer grausamen und blutigen Tradition festhalten, gehört dieses Gemetzel ein für allemal aufgehört. Indirekt finanzieren wir als EU durch Dänemark die Färöerinseln mit und somit auch das Gemetzel, was jedes Jahr dort stattfindet. Dänemark hat sich an die unterschriebenen Konventionen zu halten, gar keine Frage, und muss absolut zur Rechenschaft gezogen werden. Ob das nun mit Hilfe der luxemburgischen Regierung über Sanktionen vom Europäischen Parlament gegen Dänemark angestrebt werden kann, oder ob Dänemark vor dem Europäischen Gerichtshof angeklagt wird, auf welchem Weg das vonstatten geht, meine Damen und Herren, liegt heute und hier in Ihren Händen. Wir dürfen auf keinen Fall die Augen schließen vor solchen Vergehen. Die Färöer enthalten sich der EU und brauchen keinerlei Rechenschaft abzulegen, aber über Umwege und Missachtung der Gesetze von Dänemark aus profitieren sie dennoch von unseren Subventionen. Das nennt man in anderen Kreisen ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Und hier handelt es sich um ein sehr grausames und unnötiges. Dankeschön. Ist noch jemand der Petenten, der das Wort ergreifen wird jetzt? Später oder jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Okay. Kurz. Neben den gesetzlichen und emotionalen Aspekten hier nun einige Beispiele, warum von Grindwalfleisch als Ernährung absolut abzuraten ist. Walfleisch auf den Färöerinseln ist stark mit Quecksilber, PCB und DDE, einem Abbauprodukt des Insektizids DDT, kontaminiert. Daher warnt die Färöer Gesundheitsbehörde vor dem Verzehr. In Hotels, Restaurants und auf Märkten findet man das Walfleisch häufig auf Fischbuffets, teilweise ohne, dass es gekennzeichnet ist. Deshalb sollten Touristen davon absehen, Fischprodukte auf den Inseln zu essen, damit sie kein Gesundheitsrisiko eingehen. Lizenzierte Färöer Restaurants ist es erlaubt, das Fleisch kommerziell anzubieten. Schätzungen zufolge ergaben die Schlachtungen von Walen und Delfinen im Jahre 2013 in etwa 282 Tonnen Walfleisch und 252 Tonnen Walspeck. Bei einer geschätzten Menge von 25.000 Konsumenten in etwa 50% der Einwohner wären das 21 Kilo hochkontaminiertes Walfleisch und Speck pro Kopf. Laut einer Umfrage der Färöer Rundfunkanstaltung KVF des Jahres 2013 verzichtet fast die Hälfte aller Frauen auf den Verzehr von Walprodukten. Eine Studie von Jönrit Halling, Doktor der pharmazeutischen Wissenschaften, zeigt, dass von 200 zufällig ausgewählten Erwachsenen 17% sagten, dass sie mehr als einmal Walfleisch im Monat essen. Doch fast die Hälfte, 47%, gaben an, selten oder nie Grindwal zu verzehren. Es scheint also, dass Walfleischerzeugnisse, die bisher als Bestandteil einer gesunden Ernährung galten, inzwischen wegen ihrem schlechten Rufes vom Speiseplan gestrichen worden sind. Auch Ärzte und Mitglieder der Färöer Gesundheitsbehörde raten inzwischen generell von Verzehr des mit hohen Konzentrationen von Quecksilber, Polychloriden, Biphenylen, BCB und DDE verseuchten Walfleisches ab. Vor allem Schwangere, Kleinkinder und ältere Menschen sollten ganz darauf verzichten. In einem Artikel von 2010 schrieb die Welt.de,
Dänische Forscher entdeckten bei den Bewohnern der Färöerinseln, dass diejenigen, die das meiste belastete Walfleisch aßen, auch das höchste Parkinson-Risiko hatten. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, möchten wir nur kurz erklären, dass Quecksilber im menschlichen Körper Schäden am zentralen Nervensystem verursacht. Quecksilber gelangt auch bei Schwangeren durch die Nabelvene zum Fötus oder durch die Muttermilch zum Neugeborenen. PCB kennen wir zum Beispiel als Weichmacher in Kunststoffen, Lacken, Isoliermitteln und so weiter. Es ist giftig und krebsauslösend. DDE ist ein Bestandteil des Insektizids DDT. Als DDT unter Verdacht geriet, beim Menschen krebserregend zu sein, wurde seine Herstellung und Verwendung in den 1970er Jahren in den meisten westlichen Ländern verboten. In einigen Ländern wird DDT immer noch in der Landwirtschaft eingesetzt. Dankeschön. Ich werde es etwas kurzer halten. Meine Kollegen haben ein bisschen zu viel Zeit genommen. Ich möchte nur sagen, dass seit 30 Jahren ist Sea Shepherd die führende Opposition gegen die Abschlachtung von Grindwalen auf die dänischen Färöerinsel. Wir in 1985 waren wir nur bei unserer Anwesenheit, haben die färöischen Behörden dermaßen provoziert, dass sie auf einen Deal eingelassen sind. Als Gegenleistung, dass Sea Shepherd die Färöerinsel verließ, wurde versichert, dass das Morden für die verbleibende Saison eingestellt werden würde. Ein Jahr später gingen wir zurück in 1986 und dann ist ein sehr bekannter Dokumentar von BBC aufgenommen, Black Harvest oder Schwarze Ente, aufgenommen vom Bord unseres Schiffes. Dieser Dokumentar hat über die ganze Welt ist verspreit über die ganze Welt. In 2000 sind wir wieder zurückgekommen, haben wir einen Boykott durchgeführt. In 2011 sind wir wieder zurückgekommen. Die Insel haben wir patrouilliert mit Landcruise, mit Bootcruise und wieder haben wir die Aufmerksamkeit von der Welt darauf befestigt. Und dieses Jahr sind wir das letzte Jahr zurückgekehrt, in 2014, die größte Kampagne, 4 Monate lang gegen ca. 500 Freiwillige, um die Grindwale und andere von brutalen Grindattrapp betroffene Wale zu schützen. Also jedes Mal, dass wir zurückgehen, können wir die Welt darauf aufmerksam machen, dass es noch immer weitergeht. Aber leider sind wir nicht jedes Jahr da, aber jedes Jahr findet doch ein Grind statt. Und die Jahre, dass wir nicht da sind, sind die Zahlen viel höher als die Jahre, dass wir da sind. Glücklicherweise, unsere Präsenz da hat eine sehr präventive Wirkung auf die Behörden, präventive Wirkung auf die Färöerinselbewohner. Weil die möchte keinen Grind stattfinden lassen, wenn Sea Shepherd da ist, dann sieht die Welt, was dann wirklich passiert. Und die möchte das dunkle Geheimnis möchten sie gerne im Schrank behalten. Also unsere Mission ist immer, um die Welt wieder davon aufmerksam zu machen, was da jedes Jahr stattfindet. Aber wir können das nicht alleine. Wir brauchen da unbedingt Hilfe. Und wir sitzen jetzt hier heute, um hoffentlich die luxemburgische Regierung kann uns mithelfen, um die Wale zu schützen und dieses unnötige Abschlachten ein für alle Mal zu beenden. Sea Shepherd arbeitet mit Regierungen weltweit. Also wir operieren innerhalb des Gesetzes, wir bekämpfen illegale Aktivität und wir sind absolut gegen Tierquälerei. Die Färöerinsel ist das absolute Höhepunkt von Tierquälerei. Was da passiert, das kann wirklich nicht in dieser Zeit. Die Leute haben einer der höchsten Lebensstandards weltweit und brauchen das Fleisch von den Walen schon seit vielen Jahren nicht mehr. Darum ist es unbedingt notwendig, dass wir auf alle möglichen Weisen Druck ausüben, auf die färöischen Behörden, um den Grind sofort und für immer zu stoppen. Danke. Okay, vielen Dank. Dann würde ich das Wort weiterreichen an die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Wer möchte beginnen? Ich glaube, der Max hatte gefragt. Ja, vorab wollte ich Ihnen gratulieren für die 4.600 Unterschriften. Das finde ich erstaunlich, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde das umso beeindruckender, weil das ja ein Thema ist, wo Luxemburg nicht direkt betroffen ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, also deshalb betone ich, nicht direkt betroffen ist. Dann wollte ich mich bedanken für die gute Einführung, die Sie uns, glaube ich, zu dem Thema hier gegeben haben. Ich habe mich am Wochenende auch
als Vorbereitung auf diese Debatte etwas näher mit dem Thema beschäftigt, war unter anderem auch auf ihren Internetseiten und habe eigentlich zwei Sachen festgestellt, wo ich Sie fragen wollte, wie Ihr aktueller Stand wäre. Etwas, was Sie kurz thematisiert haben, das sind eigentlich die Berner und die Bonner Konvention, die Dänemark richtigerweise unterschrieben hat, sich innerland auch daran hält. Färöerinsel nicht, das haben Sie sehr gut beschrieben. Und da haben Ihre französischen Kollegen von Sea Shepherd, haben da Klage bei der Europäischen Kommission eingereicht vielmehr. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, gibt es da, das war im Dezember 2012, wenn mich nicht alles täuscht, ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht wissen, was der letzte Stand da ist. Ist da noch irgendwas anschließend passiert? Und dann wollte ich noch fragen, wir reden ja hier über die Färöerinseln. Jetzt gibt's ja aber auch andere Länder, wo es zu so unnötigen Abschlachtungen kommt. Unter anderem Japan ist, denke ich, sehr bekannt dafür. Das wurde jetzt hier nicht thematisiert. Ich weiß aber, dass auch Kollegen von Ihnen nach Aktionen, die Sie dann dort gemacht haben, sogar Einreiseverbot in dem Land erhalten haben. Ist die Information richtig oder nicht? Die zwei Fragen wäre ich sehr froh, wenn ich die beantwortet haben könnte. Danke. Okay, wer von den Petenten möchte antworten? Also ich beantworte die zweite Frage mal. Es stimmt, dass es andere Gebiete gibt auf der Welt, wo man Schlachtungen wie auf die Färöerinsel stattfinden lässt, zum Beispiel Japan. Ich bin selber einer der Leute, die nicht lange Japan einreisen kann. Ich bin 2003 verhaftet für die Befreiung von 15 Delfinen. Aber das passiert jetzt in Europa. Also das ist für mich persönlich als Europäer ist das ungehört, dass das noch immer stattfindet in unserem eigenen Hintergarten. Denn was in Japan vorgeht, da sind wir unbedingt auch gegen und da führen wir auch jahrelang Aktionen. Aber wir glauben, dass es wäre möglich, innerhalb der EU, um jetzt einen Stopp zu machen mit dieser Aktion in Europa. Ja. Zu der ersten Frage, das war in 2012, das läuft noch immer. Ich weiß, dass Frankreich wieder in Vorbereitung ist, um jetzt mit den Fakten von dieser Kampagne, um eine weitere Petition einzudienen, um das weiter zu leiten. Ja. Keine Entscheidung leider. Ja. Okay, danke schön. Dann habe ich eine Wortmeldung von Marc Angel. Ja, auch vielen Dank für die Erklärungen und auch für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Thema geben. Ich habe ein paar Fragen. Gibt es ähnliche Petitionen in anderen EU-Staaten? Sea Shepherd ist ja eine internationale Organisation. Gibt es welche, die schon weiter fortgeschritten sind als wir hier? Das ist meine erste Frage. Und dann die zweite Frage ist, die richtet sich vielleicht nicht nur an die Petenten, sondern vielleicht auch an einen Vertreter vom Außenminister oder so. Sie haben gesagt, dass ein bisschen das Statut von den Färöerinseln beschrieben und für die äußere Sicherheit ist natürlich Dänemark zuständig, nehme ich an. Aber die innere Sicherheit und die Justiz, Sie sagen, von einem dänischen Richter wurden die Aktivisten festgenommen. War das die dänische Justiz oder ist das die Justiz von den Färöerinseln? Da wollte ich Präzision. Weil ich habe, soviel ich weiß, ist Dänemark zuständig für die Verteidigung, aber nicht für die Sicherheit und das Justizsystem. Aber Sie können mich da eines Besseren belehren. Danke. Also die zweite Frage. Dänemark hat auch die Polizei auf die Färöerinsel. Die ist auch dänisch. Also die Färöerinsel haben keine eigene Polizei. Das ist alles kontraktiert von der dänischen Regierung. Also die arbeiten alle für Dänemark. Und die Polizei und die Richter sind alle Dänen. Also das fällt ja, also die nicht nur die Kriegsmacht, nicht nur die Navy, aber sondern auch die Polizei und alles sind alles direkt unter Dänemark. Die erste Frage. Ja, wir haben schon in Frankreich, da haben wir auch eine Petition laufen in der Franz Regierung. In Holland arbeiten wir mit der Partei für die Tiere, aber wie ihr versteht, es ist
unbedingt viel schwieriger, um dies zu machen in anderen Ländern, denn man braucht... In Österreich haben wir auch einen höheren... Ja. In Österreich ist jetzt gerade, jetzt beginnt da eine Petition, da wurde die Anfrage gestellt, also auch in Österreich wird da mitziehen. Ich glaube nur, wir brauchen etwas mehr Unterschriften für die Petitionen in diesen Ländern. In Österreich, ja. Aber wir haben das gestern noch besprochen, denn es wäre schon eine sehr gute Idee, wenn wir das jetzt in alle Länder machen. Denn wir glauben, dass zusammen Europa, dann können wir ja schon einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass keiner in Europa, ja, sehr wenige Leute sind in Favor für die Gründergrab. Also ich glaube, die meisten Leute, ja, die sind das ja völlig damit eins, dass das sofort aufhören soll. Und ich glaube schon, dass jetzt ein guter Moment ist, um das weiterzudrücken, ja. Und da sind wir sicher mit beschäftigt. Ja, noch eine Frage. Vielleicht, ich bin jetzt nicht Jurist und haben Sie vielleicht mit Juristen, die Spezialisten im internationalen Recht, sich beraten lassen? Kann Dänemark da eingreifen? Ich kenne das Autonomiestatut jetzt nicht auswendig von den Färöerinseln, aber hat Dänemark rechtlich eine Möglichkeit, da einzugreifen? Weil es eine autonome Region ist. Ja, Sea Shepherd vielleicht sich beraten hat lassen, ob im Rahmen vom internationalen Recht es überhaupt möglich ist, dass Dänemark sich da einmischt in diese schreckliche Sache da. Ja, weil Sie eben halt unter dem Protektorat von Dänemark stehen, mischt sich Dänemark ganz klar ein mit Militär, mit der Polizei und mit der Justiz. Das heißt, sie agieren auf den Färöerinseln nach Dänisch. Die Dänen agieren auf den Färöerinseln und sie haben eigentlich die Konvention unterschrieben, dass sie genau gegen das sind. Und das hier, das bedingt, das ist ja jetzt alles, das geht ja nur um den Grind. Das heißt, die dänische Polizei zum einen, die gibt dem Grind statt. Dänisches Militär verhaftet Sea Shepherd, nimmt die Schiffe und dänische Justiz, die verurteilt unsere Volontärs, das Land nicht mehr zu betreten und die stecken die ins Gefängnis. Also das ist absolut alles dänisch. Ja, ich glaub, die Frage ist, haben wir mit Juristen überlegt? Ja, also wir können sagen, wie meine Kollegin sagt, dass sie können das vielleicht nicht stoppen, aber sie unterstützen das jetzt eben. Also was sie indirekt unterstützen, das kann er aufhören. Sie können sagen, okay, dann sagt die Polizei nicht mehr, jetzt kann ein Grund stattfinden, jetzt schicken wir die Navy nicht mehr. Und dann wird es natürlich viel schwieriger für die Färöer, für die Bewohner, für die Färöerinseln, um das weiterzumachen. Aber weil sie unterstützt werden von der dänischen Regierung, kann das immer noch stattfinden. Also kann man sagen, von Dänemark, das kann kein Grund mehr stattfinden, das wäre schon schwierig, denn es ist ja eine unabhängige Provinz oder Protektorat. Aber wenigstens kann man stoppen, um das zu unterstützen. Mhm. Und das wäre schon ein sehr, sehr guter erster Schritt. Danke. Dankeschön. Ich habe noch zwei Fragen. Erstens der Henry Cox und zweitens der Serge Filmes. Ja, danke auch für die jetzt schon Erklärung dazu. Ich hätte eine Frage betreffend dem Zusammentreffen mit den Einwohnern selbst, weil Sie hatten vorhin einmal von totaler Ablehnung bis hin zum Terrorismus und aber auch von Zustimmung gesprochen. Es ist immer schwierig, von außen in eine Autonomie einzugreifen, wenn die Bevölkerung selbst sich nicht mit der Problematik so befasst, aus unterschiedlichen Gründen, sei es jetzt Tradition oder auch noch anderes. Wie weit sind denn der Widerstand oder insbesondere gibt es in der Bevölkerung auch Tendenzen, die sagen, nach diesem unsinnigen Töten, weil sie sagen, 40 oder 50 Tiere würden noch in der normalen Essgewohnheiten gebraucht werden, was ja auch ihnen zusteht, würde ich auch mal einfach so hinstellen, ist eine Bereitschaft, auch da innere Bereitschaft, sich dazu wehrzustellen, oder gibt es auch in der großen Mehrheit eine Ablehnung gegenüber von außen her, dass da ein Verbot kommt?
Also eigentlich, als ich da war, ich kann ja jetzt nur berichten von dem, was ich selbst gesehen habe auf den Färöerinseln, die Leute, die sind, das heißt, man muss sich das vorstellen, die haben jetzt die 22 Buchten und in diesen Buchten sind eigentlich nur so um die 50, 100 Häuser. Und das sind dann alles die Leute, die den Grind eigentlich begehren. Das heißt, von außen, in der Stadt Tórshavn selbst, da haben die Leute ganz normale Jobs, das heißt, da... Die sind nicht interessiert an einem Grind. Das ist wirklich, das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Das sind die Fischer, das sind die, die wirklich noch den Grind, wo der Grind stattfindet, und das andere, die arbeiten so wie wir hier. Ablehnung haben wir in dem Sinne, wir wurden kontrolliert. Aber wie gesagt, das halt von der Seite von den Fischern. Wir waren selbst da mit der Bootscrew, wir hatten unsere Schiffe ja mit der Bootscrew und mit Campingcars, da haben wir, jede Nacht haben wir wirklich Wache gehalten, damit nichts mit unseren Schiffen passiert, weil wir sonst sofort, wir hätten ja nicht mehr eingreifen können, nicht mehr auf dem Meer agieren können. Leute, die sind zu uns gekommen, die haben uns Schokolade gegeben, die haben uns Bonbons gegeben, die haben mit uns gesprochen. Aber um Ihnen die Frage jetzt so zu beantworten, gibt es da wirklich eine massive Gegenlehnung, kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich kann noch zufügen, dass man sieht schon eine Änderung innerhalb der Bevölkerung, dass mehr und mehr Leute gegen den Grind sind. Das haben wir schon gesehen, aber es gibt noch immer eine Gruppe Leute, die das noch jedes Jahr weitermachen wollen, weil es ja Tradition ist, wie man sagt. Und diese Gruppe, die ist am vokalsten, am laut, sagt man, die rufen am lautesten und sagen, die Terroristen müssen hier raus, sie sind nur Terroristen, das ist unsere Kultur und was wir machen, das ist unsere Sache, das geht keiner an. Aber die Gruppe findet weniger und weniger Unterstützung innerhalb der Bevölkerung von den Färöerinseln. Was ich noch hinzufügen wollte, das ist effektiv, also die Färöer, die geben alle selbst zu, dass es ihre Tradition ist. Es geht da nicht mehr die Diskussion um Essen und hier und da. Es ist ihre Tradition und so sprechen sie einen auch an und sie sagen ganz, ganz klar, lasst uns unsere Tradition. Wir kommen auch nicht in eure Länder und machen da was. Lasst uns unsere Tradition. Okay, merci, Serge. Danke, ich hätte zwei Fragen. Der erste ist die Fischerei. Fällt das unter den Autonomiestatus von den Färöern? Und ist das dann überhaupt rechtlich gesehen? Kann man hier von Fischerei sprechen? Wenn das ist ja wirklich Abschlachten, also ist ja Schlachtung. Das heißt, hat man da keine juristischen Möglichkeiten dagegen vorzugehen, weil es ist ja an sich keine Fischerei. Und dann die zweite Frage ist, welche Initiativen gibt es auf EU-Niveau, das heißt, hat das Europaparlament oder die Europäische Union sich schon aktiv damit auseinandergesetzt und auch wurden sie auch von euch davon oder von der internationalen eben Organisation davon damit befasst und gibt es da konkrete auch Initiativen? Weil der Druck muss ja kommen, weil das wirkungsvollste ist, was es ist, der europäischen Niveauebene das zu machen, das zu regeln, weil man muss ja Druck auf Dänemark ausüben als EU-Mitgliedstaat. Antworten? Also mal zu der ersten Frage, das ist ganz klar, Fischereigesetze, ja, sie haben sich an die Gesetze zu halten von der Fischerei, aber Grind ist ja jetzt keine Fischerei, in dem Sinne, Grind ist ja wirklich Abschlachten. Da sprechen wir wirklich von zwei ganz verschiedenen Sachen. Das andere, das war auf EU-Ebene natürlich. Wir versuchen über den Europäischen Gerichtshof, wir versuchen wirklich mit der EU zusammenzukommen und zu sprechen, was über Dänemark, um das, es geht nicht anders. Wir müssen einfach versuchen, über die Sanktionen, ob Sanktionen oder wirklich ein Urteil vor Gericht, Dänemark zu stoppen und zu sagen, sie müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Das heißt, sie greifen wirklich ein auf den Färöer und sie haben die Konvention unterschrieben. Das sind unsere einzigen Mittel, die wir haben. Also wirklich gegen Dänemark und denen zu sagen, dann dürfen sie halt den Färöern keine Subventionen mehr geben. Sie müssen sich raushalten. Wie gesagt, das ist unser Ziel, unser einziger Weg. Okay, merci. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Der Dauerpräsident und dann der Claude Torbes. Das Herr Bonnekeen sitzt, den nicht große Sympathie hat für den Prinzipal, also für
Herr Kos. Der kommt zur Konklusion an der Petition, an der Argumentation von der Petition, an dem der froht, dass die Lützebäuer Regierung plant, gegen Dänemark möcht für den Europäischen Gerichtshof. Den Mark hat es schon angekratzt. Ich wollte ein bisschen mehr präzise fragen, wie die Präve gelöst, ob so ein Plant mehr weit gekommen wie die Briefbord von der Post. Ich erkläre mich. Entschuldigung. Nochmal in Kurzfassung. Also bei aller Sympathie für die Petition und den Ausgangspunkt für diese Petition stellt sich für mich eine wesentliche Frage, ist die der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs für eine Klage, die Sie vorschlagen, der Luxemburger Regierung gegen Dänemark. Ich erkläre mich. Die Färöerinseln fallen nicht unter den Kompetenzbereich der Europäischen Union. Dänemark besteht aus Dänemark, dem Stock Dänemark und den Regionen, wo Dänemark das Protektorat oder wie man es immer nennen mag. Glauben Sie, dass eine reelle Chance besteht für Ihre Forderung, dass eine Klage nicht schon bei dem Briefkasten enden würde, aus der einfachen Ursache, dass der Europäische Gerichtshof sich als nicht kompetent, nicht zuständig erklären würde? Und was ist subsidiarisch dazu? Was sind subsidiarisch zu der Hauptforderung Ihre Vorschläge, wie Luxemburg sich artikulieren kann? Ich habe schon verstanden und bei uns ist auch niemand, der sagt, was geht uns das Wahlsterben an. Auch der kleinste Staat kann über über den diplomatischen Weg dafür eintreten, dass Massaker eingestellt werden können. Aber was sind subsidiarisch, sollte sich erweisen, dass der Europäische Gerichtshof nicht zuständig ist und eine Klage sofort abschmettern würde. Was sind Ihre Alternativvorschläge dazu? Danke. Wer möchte antworten? Ja, ich glaube, dass man erkennen soll, dass Dänemark hier mit zwei Maßen misst. Zwei Maßen gebraucht. Zuerst sagt man, ja, Dänemark, dass die Färöerinseln sind kein Unterteil von Dänemark und deshalb hat die EU, das EU-Gerichtshof keine Kompetenz. Aber gleicherweise mischt Dänemark sich rein in die innenlandliche Angelegenheit von den Färöerinseln. Und insofern glaube ich, dass ihr Einfluss schon steht. Also wenn die Polizei schicken und Navy schicken, um uns zu stoppen, dann sind sie doch aktiv betroffen damit. Und ich glaube, dass deshalb haben wir einen sehr, sehr starken Grund, um das anzuzeigen. Darf ich nur kurz nachhaken? Wenn ein Land, in diesem Fall Luxemburg, weiß, mhm, dass eine Klage sofort abgeschmettert wird, wird kein Land, soweit ich weiß, dieses Mittel einsetzen. Ihre Argumentation sticht. Sie sagen, Dänemark ist zuständig. Ja, Dänemark ist zuständig, aber ist dann automatisch der Europäische Gerichtshof zuständig, wenn Dänemark für eine Provinz, nein, ist keine Provinz, ein autonome Territorien. Deshalb, es wäre auch vielleicht interessant nachher die. Ja. Okay. Dann Claude Turmes. Es gibt einen Präzedenzfall aus den letzten Jahren, wo es einen Streit gab zwischen der Europäischen Union und den Färöerinseln. Da ging es um Überfischung von Heringen durch die Färöerinseln. Dann hat die EU gedroht, einen Importstopp zu machen für Heringe aus Färöerinseln. Und dann hat
Färöerinseln eingelenkt und hat sich dann an die Fangquoten, die eigentlich in dem ganzen Umfeld galten, sich drangehängt. Aber es ist eben so, dass wir hier nicht in Fischerei sind, sondern bei Abschlachten und eben diese Grindfallmetzlerei also nicht unter diese internationalen Fischereiabkommen fällt. Also was wir versuchen, ist eben, dass wir auch über das Europaparlament jetzt Druck machen. Aber es gibt den juristischen Aspekt, wo man wahrscheinlich in einer Grauzone ist, die aber wahrscheinlich müsste man das, also diese Intervention von Polizei, Justiz, Armee, gut. Und dann gibt es natürlich auch den politischen Druck, den man, denke ich, ausüben kann und wo ich auch versuche, und wo wir im Europaparlament versuchen, eben auch da Druck zu machen, das auf die dänische Regierung. Dankeschön. Wenn jetzt keine letzte Frage. Ja. Okay. Danke. Wir haben ja diesen Brief bekommen von, also der Präsident von diesem Ausschuss und auch vom Umweltausschuss haben ja einen Brief bekommen von der Mission of the Faroe Islands to the European Union. Kennen Sie diesen Brief oder da? Das sind ja auch interessante. Da widersprechen die sich auch teilweise. Wir sagen, das ist so wichtig für unsere Ernährung. Und dann sagen sie selber, die Behörden sagen, dass es sehr nicht empfehlenswert ist, das zu essen. Schwangere Frauen im Alter, wo sie Kinder haben können, sollen das überhaupt nicht essen und so weiter. Und dann zum Schluss sagen sie, dass Dänemark diese Bonn-Konvention ratifiziert hat, dass seit 1990 auch die Faroe-Insel, this membership has also covered the Faroe-Insel Islands. Und dann machen sie eine Ausnahme mit verschiedenen Walfischen, dass das hier nicht betrifft, das habe ich nicht richtig verstanden. Also dieses, wo sie dann sagen, only the North and Baltic Sea population of pilot whales are listed under the Bonn Convention on Appendix 2. These stocks are covered by a regional agreement under the auspices of the Bonn Convention und bei diesem Agreement seien die Faroe-Inseln nicht mit drin. Das ist auch noch vielleicht wichtig hervorzustreichen. Ja, Herr Cornelissen. Also ich glaube, dass man sagt, dass verschiedene Stocks fallen da nicht runter und verschiedene Stocks werden nicht, wie Sie sagt. Also zuerst, man macht keinen Unterschied, da ist kein Research in die Färöerinseln, von welchem Stock diese Waren kommen. Die schlachten ja alles ab, was vorbeikommt. Okay. Also diese Argumentation ist ja völlig, die hat keinen Kopf noch stört, wie sagt man das? Ja. Danke. Okay, danke schön. Ich würde dann vorschlagen, wie gesagt, wenn keine Frage mehr da ist, dass die Regierung das Wort erhält und kommentiert. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass ich im Namen der Regierung hier Stellung beziehen darf zu dieser Petition. Erlauben Sie mir am Anfang, dass ich kurz die Leute vorstellen, die ich mitgebracht habe. Herr Till aus dem Auswärtigen Amt, der, wenn es gewünscht ist, vielleicht noch im Detail auf die legale juristische Situation, wenn es um internationale Abkommen geht, antworten kann. Dann Herr Oricher, Mitarbeiter im Umweltministerium. Er ist der Repräsentant vom Ministerium, den wir regelmäßig in die internationale Wahlkommission schicken. Das wissen vielleicht nicht alle Abgeordneten auch hier, auch wenn wir keine Wahl in Luxemburg haben. So setzt Luxemburg sich aber schon seit Jahren dafür ein, dass das Wahlschlachten auf internationaler Ebene aufhört. Und zu meiner Linken wirklich einen den richtigen Spezialisten, glaube ich, einen besseren könnten wir nicht bei uns haben. Heute Herr Dr. Gallego ist Tierarzt mit der Spezialisation Wale und Delfine und er ist der Experte des Umweltministeriums in der vorgenannten Wahlkommission und vertritt Luxemburg dort zusammen mit Claude Oricher, ist aber teilweise auch in einzelnen technischen Arbeitsgruppen in der Internationalen Wahlkommission, unter anderem, wenn es darum geht, die einzelnen Tötungstechniken, die noch bei Wahlen, wenn es denn um Forschung geht, zu begutachten. Er ist gerne bereit, wenn es um eher technische Fragen geht oder wie dann auch das Verhältnis der Wahlkommission zu dem steht, was dann in den Färöerinseln passiert, wird er gerne Rede und Antwort stehen. Sie hatte Mitglieder von Sea Shepherd, was die Substanz ihrer Petition angeht, so kann ich Ihnen mitteilen, dass die luxemburgische Regierung grundsätzlich ihre Meinung teilt. Wir sind der Meinung, dass heutzutage das Töten von Tieren nur unter zwei Bedingungen stattfinden
kann und sollte. Erstens, wenn die Tiere nach der Tötung einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden, also vor allem, wenn sie zur menschlichen Ernährung beitragen. Und zweitens, wenn das Töten auf eine Tier- und dann auch jener Art gerechte Weise vonstatten geht. Zum ersten Punkt, laut unseren Informationen stimmt Ihre Behauptung absolut, dass bei weitem nicht alle getöteten Grindwale als Nahrungsmittel verwertet werden. In dem Sinne ist das Vorgehen nicht akzeptabel. Zweitens, die Art und Weise, wie die Wale umgebracht werden. In diesem Punkt scheint es so, ich betone, scheint es so, als ob die Situation sich verbessern könnte. Unseren Informationen nach soll ab 1. Mai 2015 nur noch ausgebildeten Personen erlaubt sein, beim Grindadrap Tiere zu töten. Die gute Ausbildung wird über einen zu absolvierenden Kurs gewährleistet werden. Ich kann sagen, dass in Neufundland, wo es ähnliche Massaker gegeben hat, wurde solch eine Zertifikat und eine Ausbildung in den 60er Jahren eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass das ganze Töten praktisch von heute auf morgen aufgehört hat. Des Weiteren sollen nur noch sogenannte Lanzen eingesetzt werden, die zur Durchtrennung des Rückenmarks genutzt werden und somit auch die Hauptschlagader gleichzeitig durchtrennen. So soll zumindest das unnötige Einstechen auf die Tiere unterbunden werden. Sollten sich diese Informationen bestätigen, so würde dies die Art und Weise, wie die Tiere getötet werden, wesentlich tiergerechter gestalten. Bleibt aber weiterhin die auch von Ihnen erwähnte, glaube ich, Tatsache, dass alleine schon das Treiben der Tiere in die Buchten weiterhin als alles andere als artgerecht ist. Also es gibt eine große Übereinstimmung zwischen uns und Ihnen, was den Inhalt Ihrer Anfrage besteht. Wenn es aber um die uns sich darbietenden Handlungsmöglichkeiten angeht, machen wir leider eine ganz andere Analyse. Wir beurteilen wirklich die legale Situation wesentlich anders, als Ihre Petition es darstellt. Und da komme ich auf die Fragen, die jetzt aufgeworfen wurden. Also unsere Analyse ist folgende. Die Färöerinseln sind wohl ein dänisches Protektorat, aber mit wesentlichen autonomen Kompetenzen. Und gerade im Fischereibereich sind die Inseln berechtigt, ihre Politik frei zu gestalten. Jetzt kann man natürlich von der Symbolik her über die Art und Weise reden, wie das, was hier passiert, ob man das noch als Fischerei bezeichnen darf, da sind wir uns einig. Aber legal gesehen machen wir die Analyse, dass das, was da stattfindet, zum Bereich Fischerei gehört und dass gerade dort in diesem Bereich die Autonomie der Färöer total ist. Außerdem hat Dänemark wegen der spezifischen Situation der Färöerinseln und Grönland das Recht, die Deklaration 25 zu nutzen, welche sich im Maastricht-Vertrag befindet. Und wenn es da um die Interessen dieser beiden Protektorate geht, hat Dänemark ganz spezifisch das Recht, anders zu stimmen und sich anders zu verhalten als der Rest der EU. Deshalb kommen wir auch ganz klar heute schon zu der Schlussfolgerung, dass es keinen Sinn machen würde, eine Klage gegen Dänemark zu führen. Hinzu kommt, dass, was nun die Färöerinsel selbst angeht, so hat das Protektorat die von Ihnen erwähnten Bonner und Berner Konventionen nicht unterschrieben. Und außerdem fallen auch die Grindwale nicht unter die Kompetenz der internationalen Wahl. Kommission. Daneben sind die Territorialgewässer, und da findet ja das Gemetzel statt, der Färöerinsel nicht betroffen von dem Askobans-Abkommen, welche den Schutz der Kleinsäuger in der Ostsee im nordöstlichen Atlantik sowie in der Nordsee regelt. Sodass wir, und ich betone das nochmal, das ist leider so unserer Analyse nach, wir kommen zur Schlussfolgerung, dass die Tötung der Grindwale auf den Färöern in aller Legalität von Ihrer Sicht aus geschaut stattfinden. Das heißt aber nicht, meine Damen und Herren, dass wir als Luxemburg untätig bleiben wollen oder sollen. Wir könnten uns folgende Vorgehensweise vorstellen. Luxemburg, und da können wir nachher darüber diskutieren, ob es jetzt vielleicht eher die Regierung oder die Abgeordnetenkammer
ist, wobei mir zugetragen wurde, dass wenn es um heikle diplomatische Dinge geht, ganz oft der Spielraum der Abgeordnetenkammer etwas größer ist als die einer Regierung. Also wichtig wäre, dass wir als Land auf direktem Wege die färöischen Autoritäten kontaktieren, um sie auf die hier diskutierte Problematik aufmerksam zu machen. Und wir hätten auch zwei konkrete Vorschläge zu machen, dass wir mit den Färöerinseln darüber diskutieren, eine Quote für die Grindwalen einzuführen. Und die Quote wäre dementsprechend, was dann wirklich noch von diesen Walen gegessen wird, von der Population. Dann hätten wir die erste Bedingung, dass Tiere nur mehr geschlachtet werden dürfen, wenn sie einer sinnvollen, nämlich der menschlichen Ernährung dienen. Und zweitens könnten wir uns vorstellen, dass die Wahlkommission ein Expertenteam zu den Färöern schickt. Vielleicht könnte Herr Gallego dabei sein, weil es sein Fachgebiet ist, zur Begutachtung. Sei es der jetzigen, sei es den zukünftigen, wenn sie denn nach dem Mai 2015 wirklich in Kraft treten würden, um vor Ort wirklich die Begutachtung der Tötungsmethoden sich anzustellen und vielleicht der luxemburgischen Regierung und auch der EU-Kommission Bericht zu erstatten, ob denn das, was da noch passiert oder dann passieren sollte, unter der Bedingung einer Quote wirklich als art- und tiergerecht zu bezeichnen wäre. Und selbstverständlich würden wir gleichzeitig aber auch Dänemark über die Initiativen luxemburgischer Seite informieren, ob da auch einen gewissen Druck, wenn ich das mal so sagen darf, auszuüben. Ich möchte aber abschließend betonen und von der Gelegenheit hier profitieren, dass wir, glaube ich, über das hier angesprochene Problem dafür reden müssen, dass dafür gesorgt werden muss, dass viel globalere Themen im Zusammenhang vom Schutz der marinen Flora und Fauna auch gelöst werden müssen. Ich will das beileibe jetzt nicht verniedlichen, was dort passiert, aber wenn es um das Überleben von Walen und Delfinen geht, gibt es, glaube ich, viel globalere Probleme. Unseren Informationen ist es nämlich so, dass jetzt nicht die Quantität der Grindwale jetzt das Problem ist. Wir haben Informationen, dass jetzt der Bestand nicht in Gefahr ist. Ich glaube, da gibt es viel andere Probleme. Und ich kann Ihnen heute schon versprechen, dass Luxemburg während seiner Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2015 versuchen wird, die anstehende Direktive gegen die Verschmutzung der Weltmeere, vor allem mit Plastikstücken im Umweltrat, so gut wie möglich voranzubringen. Ich glaube, eine Problematik, die einen wesentlichen Impact auf Meeressäuger wie Delfine und Wale, wie auch auf andere Tierarten hat, das können wir Ihnen heute schon versprechen. Wer möchte sich abschließend dazu äußern? Also im Namen von Sea Shepherd will ich dann wirklich vielen Dank sagen. Vielen Dank für das Zuhören, vielen Dank für das drüber diskutieren. Wenn, wie Herr Gerard sagt, wenn wir das fertigbringen, dass wirklich nur mehr so viele Grindwale geschlachtet werden, wie gegessen werden, dann haben wir ganz einfach unsere Mission erfüllt. Und das wäre absolut top. Vielen, vielen Dank. Journalisten, wollen Sie auch noch was sagen? Mal kurz über die neue Legislation, die Sie dann einführen in 2015. Sie sagen, dass nur getrennte Leute dann die Schlachtung durchführen können. Also was wir gesehen haben, ist das absolut nicht der Fall. Die Leute sind fast betrunken. Öfter sind sie betrunken. Das ist ein Fest, ja, ein Blutfest, also eine Schlachtung. Und das, ja, die letzten Jahre haben sie verschiedene Änderungen der Gesetze durchgeführt, um das alles im Auge der Welt tierfreundlicher zu machen. Aber was wir selber gesehen haben, ist das absolut nicht der Fall. Also ich hoffe, dass sie das sehen können in 2015. Und ich hoffe, dass es so ist, dass sie wirklich das jetzt besser machen. Aber ich habe meinen Zweifel natürlich. Ja. Ja. Aber ich möchte mich auch sehr bedanken. Denn ich glaube schon, das ist eine sehr gute Entscheidung, dass wir die Versicherer mit viel Spaß begrüßen.
den Plan, um die Verschmutzung der Meere zu besprechen innerhalb der EU. Das ist unglaublich gut, unglaublich wichtig. Seashepherd ist damit auch beschäftigt. Wir gehen das kommende Jahr gehen wir auch eine Kampagne führen, um das die Zutritt von Plastik, das Angebot von Plastik und da etwas mehr unter die Attention zu bringen von den Leuten. Und hoffentlich können wir das können wir das ändern, können wir das verbessern. Danke. Okay, als zum Schluss Dankeschön an alle Beteiligten dieser öffentlichen Debatte. Ich glaube, es war eine sehr sachliche Diskussion, was sehr wichtig ist auch in diesem, für dieses Thema. Und ein letztes Dankeschön an die Petenten, an ihr Engagement in Bezug auf Tierschutz insgesamt, vor allem auch jetzt in dieser speziellen Sache. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass auch junge Leute, jeder sich einsetzt für diese Sache. Dankeschön. Vor einer knappen Stunde also hat den Debatt publik über die Petition von Sea Shepherd gedauert. Im Prinzip ist es so, dass die Vertreter von den drei Kommissionen, die heute Mittag hier invitiert waren, nur nach ein paar Minuten zusammenstrecken, vier Konklusionen aus dem Debatt zu ziehen. Das geschieht, wie gesagt, an einem nicht öffentlichen Deal. Dafür müssen wir auch die Kamera gleich ausschalten. Das machen wir aber nicht, ohne hinzuweisen auf die Mission Chambre Actuelle, die heute Abend auf dieser Antenne zu gesehen ist, um Erdauer. Mit der Diffusion um 9:30 habt Sujet do als Klimakonferenz von Lima, die ja mit einem minimalen Kompromiss per Bayer oben gegangen ist, der letzte Weekend. Die Litzebäuer Chambre war da vertreten durch den geringen Deputier, den Präsident von der Umweltkommission hier im Haus, dem Henri Cox, den er sein Vitea wird. Knapps, wo uns Regas von Lima seine Impressionen als Lieferin, seine Konklusionen ziehen aus der Konferenz, seine Erwartungen noch für Zukunft ab puncto Klimapolitik. Durch eine andere Emissionsbereportage, ein Resümee nach einem am Rückblick Kompetitivitätsdebatte lässt vor hier im Parlament an der Reportage über